Moin, liebe Gemeinde, willkommen bei Schulles Babe-Paradies. Ja, lange nichts mehr von mir gesehen oder gehört. Liegt aber daran, dass ich halt im Moment sehr viel zu tun habe, wie jeder andere auch zur Weihnachtszeit. Viele wollten noch ein paar Calls haben, die haben sie natürlich auch bekommen. Was werden wir heute machen? Ich habe ein bisschen bei Avoria bestellt. Ja, über meinen Kumpel in Bayern, den Sven Strölein. In Höchstadt. Und ja, Avoria hat eine Weihnachtsedition rausgebracht. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es das letztes Jahr auch schon gab, weil ich war eine ganze Zeit lang weg von Avoria, bin aber dank Sven wieder draufgekommen. Wir machen heute ein reines Liquid Review. Und dann die Tage kommt dann noch ein bisschen Hardware dazu. Weil ich habe unter anderem neu den V-God Trick Tank. Den will ich mit euch gemeinsam aufmachen, wickeln, dampfen, gucken, was der so kann. Des Weiteren den Valhalla, den stelle ich jetzt mal ganz kurz nur vor. Ja. Der ist neu bei mir drin, den brauche ich aber gleich zum Testen. Die Box ist selbst gebaut, von mir selber, mein Stone Mod. Des Weiteren habe ich oben noch liegen von Wendy Vape den Revolver RTA. Da bin ich gespannt wegen der Airflow, weil die ja drehbar einstellbar ist wie ein Revolver Colt. So, was machen wir heute? 5 Liquids von Avoria. Winterkollektion, Schrägstrich, Weihnachtskollektion. Da haben wir unter anderem das Vanillekipferl. Das werden wir testen. Ist angemischt mit 99,5 VG und für mich persönlich 1,5 Milligramm Nikotin. Selbst angemischt, das Zeug kommt grundsätzlich ohne Nikotin. Dann haben wir später auf dem Centurion Lebkuchen. Ebenfalls 99,5 VG, 1,5 Nikotin. Dann des Weiteren kommt Rocky. Rocky. Ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Es riecht sensationell. Wird auf dem Peerless RDA gedampft. Dann auf dem Sapor wird Spekulatius gedampft. Und als letztes, und da freue ich mich besonders drauf, weil es ein Liquid ist, was so gar nicht beschrieben ist, sondern es heißt einfach Avoria Christmas Dream. Ebenfalls, also das kam in so einer kleinen Aromaflasche, ich habe es umgefüllt, gleich mit Base angesetzt. Ebenfalls 99,5 VG, 1,5 Nikotin. Und dieses Avoria Christmas Dream, das ist eine Mischung aus Zitrusfrüchten, Hauptbestandteil Limette mit Gebäckanteil und Zimt. Da, ich bin sehr gespannt drauf. Und ja, wir fangen an, wie gesagt, mit dem Vanillekipferl. Auf dem Valhalla RDA. Es riecht schon mal wie das Gebäck selber. Und dann wollen wir noch mal gucken. Lecker. Richtig gut. Richtig, richtig lecker. Es gibt viele Vanillearomen, die halt sehr kräftig sind und sehr kratzig sind, finde ich. Avoria ist es gelungen, dieses schön zu vereinen mit dem Gebäck an sich. Und es schmeckt wirklich sagenhaft gut. Ja, man kann es schön, ja, ist vielleicht doof umschrieben oder so, aber man kann es halt schön weich dampfen. Ja, ich mag das nicht, wenn so ein Liquid so extrem schwer ist. Kriege ich dann immer ganz schlecht durch den Hals und dann habe ich immer so einen Druck in der Lunge und sagt mir persönlich gar nicht zu. Hier ist die Vanille mit dem teigigen und dem gebackenen. Das ist wunderbar vereint und es schmeckt wirklich gut. Ja, ich kann das wirklich jedem ans Herz legen. Wahrscheinlich wird man es jetzt nicht mehr kriegen. Also zumindest nicht vor Weihnachten, weil morgen ist ja schon Weihnachten. Aber, Leute, kauft euch das Zeug. Das ist echt lecker. Ich kann das echt, also ich könnte es den ganzen Tag dampfen.
So, kommen wir zum nächsten. Lebkuchen, da bin ich mal gespannt. Ich bin jetzt nicht so Lebkuchen-Fan, zumindest was das Verspeisen von Lebkuchen angeht. Weil es ist immer so anstrengend zu kauen und ach, weiß ich nicht. Aber Dampfen ist ja wieder was anderes, ne? Das schmeißen wir den Centurion. Ich will die Leiste mal ein bisschen hochschrauben hier. Zack. Dann wollen wir mal gucken, was das so kann. Ob das denn lecker ist. Es riecht auf jeden Fall schon mal so wie. Hab da bestimmt früher in der Schule auch immer gemacht. Grundschule hier diese Lebkuchenhäuser gebastelt oder so, ne? So riecht das. Ich tröpfe noch mal nach. Weil, wenn man das Gebäck an sich nicht mag, ist es immer sehr schwer zu sagen, ob einem das zusagt oder nicht. Aber, was ich jetzt schon mal vorwegnehmen kann, schmeckt besser wie das gebackene Zeug für mich persönlich, weil ich es halt einfach nicht mag. Es ist sehr, sehr angenehm. Es ist auch nicht schwer, weil das wundert mich eigentlich, weil bei den ganzen teigigen und kuchigen Sachen, mein Gott, das hört ja gar nicht auf hier. Bei dem ganzen kuchigen Zeug, finde ich, hat das immer so ein immenses Volumen in der Lunge. Und das geht halt so schwer runter. Wisst ihr, was ich meine? Es schmeckt ganz, ganz komisch. Wenn also bei ganz vielen ist das so. Wenn ich jetzt gucke bei Twisted oder Capella oder sowas, das geht immer ganz schwer runter, finde ich persönlich. Aber es wird vielleicht kein All-Day, aber es ist verdammt lecker. Und ihr wisst, mittlerweile bei, ich habe zwar jetzt noch nicht so viele Videos und auch noch nicht so viele Klicks, was aber auch nicht so schlimm ist, jeder, der meine Videos verfolgt und auch gesehen hat, weiß, ich sage meine persönliche Meinung so, wie sie ist und nicht so, wie der Hersteller das möchte. Ja? Wie gesagt, Avoria Lebkuchen wird nicht mein All-Day, aber es ist meine persönliche Meinung und dieses Zeug ist tatsächlich wirklich lecker, aber ich könnte es halt nicht den ganzen Tag dampfen. Zwischendurch mal, was weiß ich, so ein Vanillekipferl gedampft und dann wieder Lebkuchen, das geht auf jeden Fall klar. Aber jetzt durchgehend Lebkuchen könnte ich persönlich nicht, aber da müsst ihr euch selbst ein Bild von machen. Auch das kann ich euch nahelegen, kauft euch das mal. Ich weiß nicht, wie lange es diese Christmas Edition gibt, ob die das mit ins ganze Jahr aufnehmen werden, was für mich persönlich aber Quatsch wäre, weil sonst wäre das keine Christmas Edition. Aber guckt mal, vielleicht kriegt es nach Weihnachten noch. Ich finde es sehr lecker. So, wir haben jetzt den Peerless auf der Noisy Cricket. Und dazu nehmen wir Raki, ebenfalls von Alvoria. Bin mir jetzt allerdings nicht sicher, ob das mit zu dieser Christmas Edition gehört oder ob es einfach nur neu ist von Avoria. Das habe ich jetzt nicht hinterfragt. Es war auf jeden Fall in diesem Christmas Paket mit drin. Weil ich habe nur gelesen, Christmas Edition, so und so viel. Und dann habe ich das einfach mal bestellt. Das Ganze, ja, das sind Trauben halt, ne? Und das Ganze ist sehr milchig. Ja, ihr könnt das jetzt wahrscheinlich, doch, kann man sehen. Also die Flasche ist nicht das Milchige, sondern das ist tatsächlich das Liquid. Finde ich sehr interessant. Und dann wollen wir doch einfach mal gucken. Boah. Fantastisch. Ohne Scheiß. Das ist leichter Anis-Geschmack. Ja, ist auch auf, sieht man ja auch, Sternanis. Traube. Die genauen Inhaltsstoffe habe ich jetzt natürlich nicht vorher erlesen. Aber es wird Traube und Sternanis sein. Und ich sage euch, davon werde ich mir erstmal so einen Liter fertig machen. Ja, das ist mal so richtig
angenehm. Keinen übertriebenen Anisgeschmack. Die leichte Süße der Traube kommt durch. Richtig, richtig geil. Also Arboria, davon macht euch gespannt, werde ich erstmal 1 Liter bestellen. Also quasi 10 Flaschen davon. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Spekulatius. Da müsst ihr jetzt natürlich einen rauskommen lassen, weil Spekulatius vertilge ich an Weihnachten ohne Ende. Da könnt ihr gerne mal meine Frau fragen. Also so eine Tüte am Abend ist da kein Problem bei mir. Ich bin ja jetzt auch nicht gerade der Schlankeste, ne? Wie man sieht. Liegt auch an den Spekulatius, gebe ich ja ganz ehrlich zu. Ich habe es angemischt und ich habe es erstmal nur errochen. Und festgestellt, das hat jetzt nichts mit den Spekulatius zu tun, die ich sonst immer esse. Also ich esse eigentlich hauptsächlich Gewürzspekulatius. Aber ich bin gespannt, nach was es schmeckt. Oder nach welchen Art Spekulatius. Da gibt es ja zigtausend verschiedene Rezepte. Ja, ich selber bin ja gelernter Koch. Und da hat man das zu Weihnachten schon mal, dass man im Zivilen, ich bin ja nicht mehr zivil, dass man da fürs Weihnachts à la carte zum Nachtisch für die ganzen Leute so ein paar Spekulatius gebacken hat. Ja, auch hier müssen wir jetzt die Leistung mal ein bisschen hochdrehen. Auf dem Sapor. Na, komm. Den Sapor habe ich derzeit auf der, was ist das, Sony? Ich glaube Sony IPV6. Ja, wie man sieht, kommt nichts, ne? Oh, das ist aber süß. Ach, wenn die Technik so will, nicht so will, ne? Die IPV6 ist übrigens auch ein Gerät, was ich keinen empfehlen kann. Ja, will ja jetzt nichts schlecht reden oder so, aber qualitativ ist das mehr jetzt so eine Dampfe, die ich auf dem Bau benutzen würde. Weil wenn die kaputt geht, ist halt kaputt. Ich weiß, warum nichts kommt. Ich habe zu viel reingemacht. Hahaha. Ist nicht schlimm. Es kommt langsam. Sehr, sehr gut. Ein ganz, ganz milder Zimtgeschmack. Wie gesagt, hat aber leider nichts mit den Gewürzspekulatius zu tun, die ich sonst immer vertilge. Aber es ist tatsächlich Spekulatius, halt nur ein anderes Rezept. Und es schmeckt sehr geil. Richtig gut, ohne Scheiß. Also Leute, ich kann es... Das ist auch so ein Ding, das kann ich den ganzen Tag ballern. Und man würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn das Ding heute Abend leer ist. Abgerundet. Es schmeckt alles. Alles sehr, sehr gut an sich. Ob man daraus jetzt All Days machen kann oder auch nicht, das liegt ja im persönlichen Empfinden. Aber die Grundsubstanz und der Geschmack und alles drum und dran, es schmeckt nach dem, was draufsteht. Das kann man nicht anders sagen. Und jetzt... da sind die Akkus fast leer. Ich hoffe, das reicht noch. Nutzen wir den Troll. Und auch da bin ich jetzt mal gespannt. Zitrus, Gebäck und Zimt. Wie gesagt, das war eine kleine Aromaflasche. Kein Short Fill, Shake and Vape. Und wollen wir das Ganze mal befeuchten. Dann wollen wir mal schauen.
geht ab. Es geht richtig ab. Ich bin ja jetzt noch gar nicht so lange auf diesem Zitruszeug, weil ich es immer gemieden habe, weil ich kenne das von früher noch, von den ganzen Firmen. Ebenfalls Capella, Twisted oder Boss Shorts und wie sie alle heißen. Da fand ich dieses Zitronenzeug immer so widerlich und abartig. Bin erst wieder auf Zitrone gekommen, als Vape Hansa von Clued Ribbon dieses Zitrone Blue Curaçao rausgebracht hat. Und seitdem kann ich auch wieder ganz gemütlich Zitrone dampfen. Und Zitrus, nicht Zitrone, Entschuldigung. Ja, weil das ist ja jetzt hier eher Richtung Limette. Aber das ist echt genial. Wirklich eine minimale Note Zimt. Ein ordentliches Gebäck, kein bitteres Gebäck. Und auch dieses könnte sehr wohl ein All-Day werden. ganz nasse Nase hier. Es schmeckt alles rundum geil. Also Avoria, Daumen hoch. Die Winterkollektion ist euch echt gelungen. Und ich bin mal gespannt, was es noch alles Schönes Neues oder auch eventuell Aktuelles von Avoria gibt. Da wird es demnächst eine ganze Reihe geben, dass ich, ja, ich wiederhole mich, es wird demnächst eine ganze Reihe von Avoria geben bei mir, die ich reviewen werde, weil dank Sven Strönlein bin ich darauf wieder zurückgekommen und Avoria ist eigentlich so der Grundstein, mit dem ich angefangen habe zu dampfen. So, ich dampfe jetzt schon etwas länger halt, bin jetzt kein Einsteiger oder kein Anfänger oder sonstiges. Und ja, man sagt nicht umsonst back to the roots, ne? Und ich kann euch wirklich wärmstens empfehlen, natürlich gibt es Sachen von Avoria, die kann ich persönlich nicht dampfen, aber das ist mein persönlicher Geschmack, ja. Aber das Zeug, die Winterkollektion, oder alle Bundeln, die wollen wir doch mal mit, also wenn es nach einer Punktewertung gehen sollte, ja, kann ich auf jeden Fall Note 1 sehr schlecht, Note 10 sehr gut. Gibt es von mir aus definitiv eine Note 11. Weil alles abgerundet ist, nichts ist überlagert und alles ist super geil im Geschmack. Und keines dieser Dinger ist schwer im Dampfen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere mit dem Begriff schweres Dampfen was anfangen kann. Aber bei ganz vielen Sachen ist das für mich persönlich so, dass man sehr schwer dampfen kann. Und das ist hier im Fall gar nicht. Es ist, hat alles so ein bisschen was mit Backen zu tun, außer Raki halt. Und einfach nur geil. Von daher, liebe, liebe Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen vierten Advent. Und für morgen und die anderen beiden Tage wünsche ich euch ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben. Ich werde mich dann nach Weihnachten mit einem Hardware-Review zurückmelden. Es wird dann unter anderem gehen um den Es wird dann gehen um den Valhalla RDA 38 mm im Durchmesser mit meiner selbstgebauten Stone Mod. Dann wird es geben den V-God Trick Tank und natürlich den Revolver von Wendy Vapes. In diesem Sinne, liebe, liebe Leute, genießt die Zeit, feiert schön. Sauft nicht so viel, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Vape on und Carpe Diem.